So, in der letzten Folge haben wir es erfolgreich geschafft, Kontakt mit den Piraten aufzunehmen und uns als Unterhändler anzubieten. Okay, es sind zwar Piraten und mit denen sollte man jetzt nicht unbedingt verhandeln, eigentlich sollte man sie ins Meer werfen oder in dem Fall in den Fluss. Aber wir als Gehode, wir wollen unnötiges Blutvergießen vermeiden. Also das unnötige Beschmutzen der Erde. Deswegen verzichten wir jetzt auf den offensiven Kampf und auch da haben wir auf den offensiven Kampf verzichtet, wie Vorgrim es vorgeschlagen hat, und auch auf die hinterhältige Taktik, die Piraten gegeneinander aufzuhetzen, von Kuano. Und sind deswegen, wie Fayris es vorgeschlagen hat, in Verhandlungen gegangen. Der Kapitän der Piraten war sogar recht, nicht so wirklich piratentypisch. Also ich glaube, seine Mannschaft selber ist eher so das typische Piratenbild, aber er passt da, abgesehen von seiner Hakenhand, irgendwie nicht richtig rein. Okay, er hat uns jetzt angeboten, dass wir mal mit seinen Leuten reden. Also machen wir das doch mal. Gehen einen nach dem anderen durch. Auch wenn einige etwas komisch aussehen oder komische Namen haben. Aber fangen wir mal mit dem Jungen hier an, der sieht immer noch am nettesten aus. Hey, wer seid ihr denn? Wer wir sind? Ich bin Brainway und wie heißt du? Ach, ihr dürft mich Junge nennen, wie alle anderen. Toller Name. Und das war auch ein tolles Gespräch mit dir. Na, gucken wir mal bei der schwarzen Alma vorbei. Ich war gerade in Gedanken. Ist was passiert? Die sieht irgendwie ungesund aus. Als ob sie. Ich will jetzt nicht sagen, die Pest hat, aber irgendwie sowas in der Richtung könnte schon sein. Musst du unbedingt mich fragen? Hier sind genug Plappermäuler in der Gegend. Und sie scheint ein bisschen abweisend zu sein. Ja. Ja, okay, die reden über die Elfen. Fragen wir mal den hier. Nicht, dass ich wüsste. Okay, dem können wir auch nicht reden. Also bis jetzt sind sie nicht gerade sehr gesprächig, die Piraten, aber sie haben einen Weidekorb. Kräuter, Conchilis. Naja, Archimistenzutaten und Ulmenholz vor allem. So. Und hier ist eine Schiffstruhe, aber die ist abgeschlossen. Gucken wir mal, was der hier zu sagen hat. Du kommst also in Frieden, ja? Der sieht irgendwie so aus wie die Typen, die uns damals ziemlich am Anfang überfallen haben. Gegenfrage, ihr wollt die Elfen ausnehmen, richtig? Oder grinst nicht so dämlich? Na, machen wir es mal mit der Gegenfrage. Erstmal warten wir nur, ja? Bis Hakensang oder ein anderer Schlaumeier auf Ideen kommt, ja? Okay. Das ist ja wirklich eine Stimmung bei euch, großartig. Willst mich wohl für dumm verkaufen, ja? Denkst, du bist von Hesinde gesegnet, wie dieser Flätz, ja? Wer ist Flätz? Du bist auch nicht so schlau, ja? Namen führen zum Strick. Geh weg! Okay, die reden wirklich nicht besonders viel. Kennst du eigentlich die Was hat die zu Geschichte sagen? mit dem Strick? Ahoi, Landratte! Ist was? Okay, die beschimpft uns gleich als Landratte. Ahoi, ich segel mal weiter. Das Ziel ist doch, dass wir reich werden. Okay, Kennst du eigentlich die Geschichte? Na, wen weht denn da der Wind zu mir? Was gibt's? Lass uns doch etwas Ja, plaudern. spinnen wir ein wenig Seemannsgarn. Okay, endlich mal jemand, mit dem wir reden, eine, mit der wir reden können. Fragen wir sie mal in der Reihe nach aus. Also erstmal über den Schiffsjungen, der scheint sie böse anzugucken. Ach, den habe ich mal wieder kräftig aufs Korn genommen. Und jetzt steht er da und wirft böse Blicke. Aber wer sich nicht wehrt, bleibt sein Leben lang Schiffsjunge. So spielt das Schicksal. Okay, die ist ziemlich eigen und hochnäsig. Was muss ich da hören? Unterlasse es umgehend, über interne Angelegenheiten zu parlieren. Oder ich muss noch deutlicher werden. Also jetzt wird er mal bestimmend, der Captain. Bis jetzt war er irgendwie ein bisschen memmenhaft. Auch gut für ihn Nein, zu wissen. Kapitän, erstmal müsst ihr mit mir reden. Ich will endlich eine Antwort.
Und schon streiteten sie wieder. Nein, aber sie fängt ganz gut an. Da bist du ja wieder. Ja, spinnen wir ein wenig Seemannsgarn. Okay, fragen wir sie mal über ihre Meinung zu den hiesigen Elfen. Nun, die sind so wie alle Spitzohren. Überhebliche Besserwisser, nichts weiter. Aber wenn man mit ihnen Raya huldigt, wenn man 10 Götterläufe hinzugewinnen, denk daran bei Gelegenheit. Also Raya ist auch wieder eine Göttin und 10 Götterläufe, also 10 Jahre. Also wenn man mit Elfen Raya huldigt, dann soll man 10 Jahre länger leben. Das ist wahrscheinlich auch nur Hirngespinst von den blöden, verrückten Piraten. Was muss ich? Nein, Kapitän. Okay, also immer wenn wir sie ansprechen, dann mischt da sich da... Da mischt ja, sich der Captain ein. Seemannsgarn. Ein eingebildeter Schnösel ist das. Nun ja, zumindest seine hochwohlgeborene Ausdrucksweise erinnert noch daran. Und bei der Beuteaufteilung könnte er ruhig etwas großzügiger sein. Der Herr von Steinbrunn. Okay, jetzt haben wir wirklich was über den Captain rausgefunden. Er gehörte wohl mal zum Fürstenhaus Steingrund. Ja, ob uns die Information irgendwann weiterhilft, ist auch eine Sache. Und natürlich mischt er sich gleich wieder ein. Okay, stellen wir ja noch die letzte Frage über den Obermaat Wackernagel. Komischer Name. Der ist das genaue Gegenteil vom Kapitän. Langes Nachdenken gehört nicht gerade zu seinen Stärken. Aber bei Herz draufhauen, das kann er. Hier hat er uns bisher allerdings auch nicht weitergebracht. Okay, also sozusagen die Piratenversion von Vorgrim. Nein! Okay, das überspringe ich jetzt bei Dauer, das sich dauernd anzuhören. Mit wem haben wir noch nicht geredet? Also mit dem hier? Na? Der hat nichts zu sagen, außer na. Und der hier? Was zum Henker willst du? Also, wen können wir fragen, was sie überhaupt in dieser unwirtlichen Gegend machen? Wir versinken Finger für Finger im Sumpf. Was soll die blöde Frage? Okay, er sagt uns nur das Offensichtliche. Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Um genau zu sein, warten wir hier, bis der Herr Kapitän sich zu einer Vorgehensweise durchgerungen hat. Aber ich denke, wenn Effert ihm keinen Plan zusteckt, werden wir hier bald wieder die Segel streichen. Erstaunlich, dass hier so viele über den Meeresgott sprechen, obwohl wir ziemlich weit weg, eigentlich ein gutes Stück weit weg sind vom Meer und an einem Fluss. Ja, das wäre zumindest aber auch zumindest so gefährlich, als in einem Feuerhagel der Elfen zu geraten. Warum dürfen wir den Besuch nicht ausnehmen? Auf dem Fluss okay, mit wem haben wir noch nicht geredet? Gucken wir erstmal das Fass hier. Ich finde, Elfen sollten. Wir plündern einfach mal die Piraten aus, die haben scheinbar nichts dagegen. Oh, Edelsteine, Bellbart, noch mehr Conchinis, Gänsefeder und Kräuter. Wackernagel sagt auch immer: Hilfst du mit Elfen? Wird ihn gut? Das Ziel ist doch, dass wir reich werden. Oder nicht? Dann gibt's nur noch eigentlich nicht mehr viele zum Reden. Oh, Honig, bringt der was? Vielleicht ist auch was wert. Verstehst du? Ah, eine Handwerkskiste. Erstmal plündern wir sie aus, bevor wir mit den letzten beiden reden. Obwohl, wir können ja noch mit dem Maat reden, der vorne Wache halten muss. Der müsste ja hier gleich um die Ecke stehen irgendwo. Oder auch nicht. Doch, da steht er. Hast du noch was zu sagen? Du schon wieder. Was ist? Wir könnten jetzt doch noch Unfrieden stiften oder angreifen, aber fragen wir ihn erstmal, ob er was zu sagen hat. Wenn's denn sein muss, sprich schon. Kannst du mir etwas über deinen Captain sagen? Je mehr wir über den Captain wissen, desto besser eigentlich. Ah, der hält sich mit seinem blauen Blut für besser als unser eins. Schiffsbauer war er, als wir seinen jungfräulichen Kahn auf der Probefahrt aufgriffen. Lächerlich. Okay, also wenn ich das richtig verstehe, er war adliger Schiffsbauer. Okay, er ist sowas in Aventurien gibt. Ich habe jetzt bis jetzt noch nie von sowas gehört. Und sie haben ihn aufgegriffen und dann ist er ihr Captain geworden. Ja. Können wir noch muss, was fragen? Sprich schon. Sag mal, du kommst mir so bekannt. Du kennst sicher meinen Sohn Laris. Der Junge ist ein rechtsstaatlicher Bursche und ein herausragender Imanspieler in Ferdok. Ganz groß rauskommen wird er mal, wie sein Vater.
Aha. Ob wir dem Jungen jemals begegnen? Warum bist du denn nicht bei deiner Familie, Ferdok? Die Alte habe ich sitzen lassen. Frauen kommen und gehen. Aber die Freiheit ist ein kostbares Gut. Nun führe ich wieder ein Abenteurerleben. Du führst ein Piratenleben eigentlich. Kein Abenteurerleben. Und das Piratenleben ist, glaube ich, 10-mal gefährlicher als das Abenteurerleben. Weil im Abenteurerleben wollen einem nur die Bösen an die Gurgel, nicht auch noch die Guten. Sei bedankt für deine Auskünfte. Gut. Dann reden wir mal noch mit dem Flo. Toller Name übrigens. Und dann reden wir mit dem Kapitän. Warum dürfen wir den Besuch nicht ausnehmen? Auf dem Fluss? Rückt mir nicht so auf die Pelle. Okay, mit dem Flo können wir nicht reden. Dann reden wir mal mit dem Kapitän. Seid gegrüßt. Spracht ihr bereits mit den Elfen? Bevor wir mit den Elfen sprechen, hätten wir noch ein paar Fragen an dich, Kumpel. Sicherlich. Ich höre. Okay, wir könnten jetzt was Gutes für seine Mannschaft tun. Oder ihm mal ein bisschen ausfragen. Also erstmal fragen, wie er zu seinem Haken gekommen ist. Die Aussicht auf schnellen Reichtum hat ihre Schattenseiten. Unsere Taktik ist nicht ausgelegt auf Söldner. Nach dem Entern sah ich mich umstellt, aber wusste mein Schwert zu verwenden. So verlor ich meine Hand, doch behielt mein Leben. Okay, also sie sind auf gut Deutsch jämmerliche Piraten, die nicht mal gegen Söldner bestehen können, jedenfalls er nicht. Deswegen hat er eine Hand eingebüßt. Sicherlich, ich höre. Fragen wir ihn mal über sein Husten. Ja, wir sagen einem Piraten, er sollte sich das Rauchen abgewöhnen. Ja, die Anti-Raucher-Kampagne vorantreiben. Bitte? Ich muss mich verhört haben. Oder habt ihr soeben... Ja, das kommt davon. Wir haben ihn aufgeregt und er musste husten. Sicherlich, ich höre. Okay, ärgern wir ihn noch ein bisschen und schlagen ihm vor, er sollte sehen, den Anteil seiner Leute erhöhen, dann weil sie unzufrieden sind. Was für eine Impertinenz! Ihr wollt mir Ratschläge erteilen? Ihr wisst doch nicht einmal, wovon ihr sprecht! Nein, ich habe keine Ahnung. Es ist ja nicht gut, eine Handvoll abgehangener, gesetzesuntreuer Galgenmenschen zornig zu machen. Meuterei ist ja ein Fremdwort für den, garantiert. Gut. Verstehe ich nicht. Dann gehen wir mal in Richtung Elfenbaum. Der war ja direkt in der anderen Richtung. Hier in dem Gebiet haben wir ja eigentlich alles gesäubert. Die Ohren, die zerdeppere ich jetzt mal hier nicht. Also, bis jetzt ist die Ankunft in diesem Wald sehr interessant. Wir haben ein Piratenlager mit einem Haufen komischer Piraten gefunden. Wobei, die meisten sind eigentlich wie Piraten, abgesehen von ihrem Captain. Also so wie ich mir Piraten vorstelle, besser gesagt. Nur der Captain ist seltsam. Also ja, er soll ein adliger Schiffsbauer gewesen sein, aber warum er Pirat geworden ist? Das heißt drum. Dann haben wir noch diese verfluchte Sumpfranzenpflanze gefunden, an der wir auch nichts machen können. Wir könnten mal kurz bei der Talaria vorbeischauen und dem Captain Bescheid sagen, dass wir wahrscheinlich etwas länger hier bleiben werden. Und dann mal hier am Ufer kurz lang gehen. Okay, habe ich's falsch verstanden. Ich dachte, sie wäre gekommen und hätte Ardo mitgenommen, aber er liegt ja noch da, die Elfe. Es gefällt mir überhaupt nicht, hier so ungeschützt vor Anker zu liegen, mit diesen Piraten in der Nähe. Aber ich hoffe, ihr werdet bei den Elfen Hilfe für Herrn Ardo. Ja, ich...